Alle 4 Minuten wird in Deutschland eingebrochen, Tendenz steigend. Angesichts dieser Entwicklung hat die CDU-CSU-Bundestagsfraktion ein Fachgespräch mit Experten veranstaltet, um zu diskutieren, wie man dem Problem wirksam begegnen kann. Laut Stefan Michel vom Bundeskriminalamt handelt es sich um ein Massendelikt. So hat sich die Zahl der Wohnungseinbrüche in den vergangenen 4 Jahren um 35% auf rund 150.000 gemeldete Fälle erhöht. Bei den ermittelten nichtdeutschen Tatverdächtigen ist aber seit 2009 ein überproportional starker Anstieg von Tatverdächtigen aus ost- und südosteuropäischen Staaten festzustellen. Die reisenden Tätergruppierungen weisen Elemente der organisierten Kriminalität auf. Also zumindest bewegen wir uns hier im Bereich der qualifizierten Bandenkriminalität. Insofern muss die Bekämpfung des Phänomens sowohl national als auch international im Kontext der Bekämpfung der organisierten Kriminalität bewertet werden. Zur Bekämpfung dieser gut organisierten Diebesbanden müsse die Kriminalpolizei verstärkt werden, sagte der Vorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter André Schulz. Denn zurzeit liege die Aufklärungsquote solcher Taten lediglich bei 15%. Bis sie das ermittelt haben, diese Täterstrukturen im organisierten Bereich, wo übrigens auch, ich mag es ja kaum noch aussprechen, die Telekommunikationsdaten, also die Vorratsdaten, eine ganz erhebliche Rolle zur Strukturerhellung führen. Wer telefoniert mit wem? Wer kommuniziert mit wem? Im Ausland, im Inland? Die arbeiten nicht alleine, die kommunizieren miteinander. Wir haben es hier mit einem Geschäftsmodell zu tun, mit einem funktionierenden Geschäftsmodell. Und offensichtlich ist der Nährboden für dieses Geschäftsmodell, das zeigen die Zahlen, seit Jahren besser geworden. Und das muss sich dringend ändern. Deshalb plant die Union neben der Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung ein ganzes Maßnahmenpaket, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen. Also wir stehen für mehr Polizei, für mehr Polizistinnen und Polizisten, die uns vor Straftaten schützen und Straftaten aufklären. Zum Zweiten, wir wollen unser Strafrecht und unser Strafprozessrecht optimieren, um Straftaten zu verhindern, aber auch Straftaten aufzuklären. Und zum Dritten, wir wollen Maßnahmen, die die Bürgerinnen und Bürger selbst ergreifen, um sich vor Einbruchsdiebstahl zu schützen, also bessere Fenster, bessere Türen, steuerlich fördern und wollen dafür auch ein eigenes Programm der KfW-Bankengruppe auflegen, damit durch einen gezielten Zuschuss solche Maßnahmen gefördert werden.